Wir sind es schon wieder. Wir sind immer noch am Lachen, weil wir das letzte Mal vergessen haben, die Kamera auszuschalten. Jetzt melden wir uns schon wieder an diesem ersten Wintertag des Jahres mit der Nachprobe der Nachproben von gestern. Und das sind Rieslinge von, was hast du, von irgendwo her? Von Mosel vor allem, gell? richtig. Mosel. Und ich habe heute früh ein bisschen Pfalz gemacht. Das machen wir jetzt auch noch. Und ganz am Ende machen wir noch zwei Spätburgunder, die wir auch von gestern übrig gelassen haben. Das war's dann, oder? Das war's. Also gut, wir fangen ganz ohne Umschweife an. Im Gegensatz zu unseren sonstigen Gepflogenheiten. Wo ist mein Glas da? Hast du schon? 2 3 9 8 5 1. Also, ziemlich hell, seiner ganzen Aromatik, frisch, leicht wirkend schon in der Nase. Ich weiß schon wieder, was das ist. Verheizt es uns? Ja, das ist Johann Josef Christoffel. Hochschuster, das war ein Ja, ist Volltreffer. keine Kunst. Also das ist feinsaftig, das ist geradlinig, das ist schon moselig, ist ein bisschen süßlich. Aber das steht da gut. Ja, sehr gut. Denn Ist für zu mich komplex und zu tief ist es nicht. Was ist es für dich? fast knapp, Für mich auch. Das stimmt. Es sind. aber weil Wochenende ist. Haha, Fast. das lasse ich nicht gelten. Nein, Natürlich weil nicht. er Das ist gewisse ein ganz Festigkeit und Länge schlichter hat, das Schnaps. ist schon okay. Also. Wobei das ja gar kein schlechter Wochenendwein wäre. Für Leute, die sowas jung mögen, was ich ja jetzt nicht tue. Uerziger Wirtsgarten, Johann Josef Christoffel. 2 3 9 6 8 4. Sehr fest. Ziemlich fest, ja. Wirkt relativ herb in der Nase. Sehr pflanzlich betont, also ist ganz wenig Frucht da. Richtig. Zurückhaltend. Steht ja schon da. Du schreibst jetzt überraschend kühl. Ja, weil er schon ordentlich Alkohol hat. Ich weiß auch, was das ist. Und das fällt in der Nase halt nicht auf, weil er wirklich kühl wirkt für diese 14% oder was er hat. Das ist süßlich und herb zugleich im Mund. Das hat so schon von allem ein bisschen was. Hat eine straffe Säure, ein bisschen an Zucker, Hefetöne, so Das helle ist Mineralik. so ein Wein, da kann ich maximal ein Ja, Glas. sie ist auch ein bisschen gedeckt und ein bisschen gerbstoffig. Sind ja Sehr eher typisch. 88. Mir reichen. Ja, es ist so. Ist Pfäffingen, oder? Das ist der Unsteiner Weilberg vom Weingut Pfäffingen. Hat tatsächlich 14. Ganz schöne Blume. Aber wirklich schwer wirkt er nicht. Also Zwei, die sind ja drei, ganz gut eingebunden. neun, acht, sieben, neun. Und auch die Säure etwas neben dem Wein Naja, stehen. es fällt halt auch, wie soll ich sagen, das bringt dann auch dieser noch etwas trocknere Gerbstoff noch mehr aus dem Gleichgewicht. Und da fällt die Säure dann mehr auf. Das unterstützt sich gegenseitig in ihrer Eckigkeit. Das wird sicher besser mit ein bisschen Reife. So, das war jetzt der Vorgänger. Jetzt haben wir wieder was sehr Pflanzliches. So richtig kräuterig, herb. Auch eher fest und wieder ganz verhalten gelbfruchtig. Feines für mich. Das ist das gleiche Haus.
so ein bisschen so gedeckt wirkt. Schon ordentlich Zucker. Ach, das ist der Jesuitengarten. Nein. Hä? Nein. War nicht? Ja, doch. Doch. Ja, ich hab's mir doch gedacht. Ja. Es ist ein bisschen zugedeckt. Ja, das, was ja, die Feinheiten, das stimmt. Aber es ist ein bisschen zugedeckt gerade. Und dann diese Süße. Es passt nicht ganz alles zusammen im Moment. Jesuitengarten ist ja eine Riesenlage. Also nicht von der Größe her, sondern vom Hof her. Aber dem wird sie ganz, nicht ganz gerecht heute. Ist für mich von Winning der schwächste Wein heute. Jetzt kann ich ja die Katze aus dem Sack lassen. Und das bestätigt sich auch wieder. Das ist überhaupt nicht schlecht, bitte. Aber dass er heute nicht so sein Tag ist. Ja, das kann schon sein. Nur hast du Lust am Wochenende zu arbeiten? Ich muss am Wochenende arbeiten, was bleibt mir übrig? Wir werden uns das. Oder ich werde mir das schon morgen nochmal anschauen. Aber er bleibt mir zu zugedeckt gerade und dann mit der Süße nicht ganz präzise genug für wirklich richtig, richtig hohe Weine. Richtig, richtig Tiefe hat er auch. Nee, jetzt sind doch eher einer weniger. Das muss man in dem Fall leider so sagen. Also, das ist das Weingut von Winning, wie angekündigt. Das ist der Förster Jesuitengarten. Dieser komische Farbgebung, da liest man es ganz und gar schlecht. Ja, das stimmt. Ah, so. Ah ja, ich hab's es gesehen. 239686. Pflanzlich. Ja, da war ein bisschen was Nussiges auch, ja. Genau. So ein bisschen erdige Mineralik dahinter. Ich habe Stachelbeeren, du schreibst ja? Gelbfruchtig, aber natürlich kann man jetzt darüber streiten, ob nicht reife Stachelbeeren nicht auch etwas Gelbes haben, aber es ist nicht die klassische gelbe Frucht. Ja, verstehe ich schon. Ziemlich reife Frucht. Ja. Oh, und dann ordentlichen Alkohol. Das ist Pfäffingen, oder? Ja. Das ist der Herrenberg. Ja. Ja, klar, das andere war der Weinberg. Ja, aber nichtsdestotrotz, diese 14,5 Alkohol baut der ganz gut ein. Weil es hat Saft und Kraft und Rückgrat. Und richtig. Also, wenn man diesen Stil mag. Und ich denke, mit der Reife. Können wir stehen lassen, glaube ich. Ja. Vor allem, er hat Länge auch. Ja. Also, das ist recht, das ist kräftig, aber das ist. Das ist saftig, das hat sogar was Kühles in seiner Mineralik. Das ist so eine helle, so ein heller Boden. Und er kommt da auch raus. Und der zieht hinten ganz gut an. Was? Im Mund hat er noch etwas Weißflorales. Ja, das ist überhaupt so ein heller Ton. Ja, ja, ja. Wie gesagt, entspricht auch dem Boden. Gut. Gut. Also, Pfäffingen. Umsteiner Herrenberg, Riesling. Großes Gewächs. Was reicht das eigentlich dazu? 239751. Ah. Ganz anders. Ja, Sponti-Noten. So eine leichte Unruhe in der Nase. Und diesen Sponti-Hefe-Ton. Warum steht denn das nicht drin? Was denn? Na, dieses hefige, diese Spontangernoten, das ist gar nicht angesprochen. Aber es ist sehr lebendig, das macht einen auch an, finde ich. Jo. Hat auch so was Hellflorales, oder? Oh, jetzt hast du zweimal Hefe, sehe ich. Habe ich es doch drin stehen? Hellflorale Noten, etwas Hefe und Mineralien. Dann so. Ich habe mich schon gewundert, warum ich es nicht reinschüttet habe. Ich könnte ja sagen, ich kann mein eigenes Gekritzel nicht lesen, aber jetzt kritzel mal am Rechner. Das ist eigen. Herb, straff, saftig. Ja, die
schwarze Beeren. Hier steht noch ein Hauch schwarzer Beeren. Ja, findest du es deutlich jetzt? Ja. Was ich ganz deutlich finde, ist der Salbei. Und, ja, nicht nur, sondern, was ist das da hinten, ist das Wacholder? Es geht schon ein bisschen in die Richtung. Ist das Mosel? Ja. Ah, okay. Ich wundere mich schon. Busch wahrscheinlich, oder? Ja, ich finde es unglaublich lebendig. Ich finde einen unglaublich, so viel Salz im Abgang. Also schon sehr animierend. Ja, hinteraus trocknet er noch ganz leicht. Aber Spaß macht es schon. Nur für mich steht der da gut. Ja, für mich auch. Ja. Das da? Ja. Das ist die Fahrlei. Clemens Busch. Der riecht nach Birne. Stimmt. Nach gelben Wildbeeren. Erstaunlich, der erste dieses Jahr, wo das so aufwendig ist. Ja, 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 ja. Du hast eine Idee? Ich habe eine Idee, ja. Hat sich. Das Wiener Säure nur. Vom SAP. Nein, andere Lage. Aber es ist Prüm. Ach nee, das ist Krach. Krach immer rein. Wurscht. Sehen wir ja gleich. Das ist relativ süß. Es hat immer noch diesen Lakritz-Touch, das ist sehr floral. Man merkt, dass das ein bisschen mehr auf höhere Reife getrimmt ist. Aber er hat sich gestrafft gegenüber Gästen. Ja, das ist auch überhaupt kein schlechter Wein. Es ist ein Stil, den ich jetzt persönlich mit meinem Lieblingsstil. Aber das ist gut, das ist auch lang. Ganz eigenwillig, mit dieser etwas höheren Reife und diesen deutlichen Blütenaromen, dieses Lakritzartige, das da drin ist. Wir haben den gestern, da war der Verdacht, ob das vorzeitige Alterstöne sind, das sind es nicht. Nee, es strahlt. Das ist gut. Für mich passt das. Also, S.A. Brü, da oben steht es. Gracher Domprost. Alles gut. 239765. Das übliche, die Weine werden besser Syndrom. Ich krieg schon wieder nichts mehr eingeschenkt. Ui, sehr heftig. Noch ziemlich unfertig. Du, ich hätte was zum Abgeben. Ich war sehr großzügig. Ja, das bist du. Aber schön, das hat Tiefe, das hat Finessen, das ist ein bisschen floral auch, so oft. Ja, was Dunkelbeeriges. Die Mineralik ist schon auch sehr deutlich. Viel Saft, sehr geschliffen, sehr fest. Ah, das ist schön. Das ist so straff und gleichzeitig elegant und fein. Da bin ich mir nicht ganz sicher, ob die 91 reichen. Bin ich fast bei 2. Das höre ich sehr gerne. Dann machen wir das doch. Sehr straff und saftig. Von Volksheim, ja, ja. So, da waren wir gestern schon nah dran, glaube ich. Das ist der Warberner Goldberg. Was mir auffällt, ist, dass wir immer vergessen, oder ich immer vergesse, die letzte Flasche zu zeigen in den Videos. Da müssen wir dran denken.
23 9 4 0 4. Ganz anders. Ah, sind wir wieder in der Pfalz. Mhm. Aber geschliffen und kühl. Sehr kühl. Du bist ein eher heller Typ. Sind wir da schon wieder in Umstein? Ja, ist das rings? Ja. Ah, okay. Ja, ist Umstein, gell? Ist das da, Weilberg? Ja. Ja. Mhm. Ja, genau. Sehr reife Frucht, saftig. Drückt so ein bisschen Wärme und Schmelz. Genau, auch süßlich. Mhm. Nicht viel Zucker, aber es ist so angedeutet, der Schmelz wirkt so süßlich, weil der ganze Wein ein bisschen warm ist in seiner Art. Ja, die Nase ist kühl, etwas eher grünlich fast. Ja, das also ich hab mir den Wein anders vorgestellt von der Nase her. Was mir auffällt, dass das im Abgang sehr viel Trockenkräuter verzehrt. Das ist ein ganz eigener Stil, eine ganz eigene Aromatik. Ich finde es aber gut. Also vor allem, der hat Zug, der hat Substanz und der hat Griff. Was schreibst du zu Säure? Erstmal habe ich Fluor. Ah, doch, lebendige Säure. Ich finde sie präsent. Mhm. Bist du einverstanden? Nicht ganz, hä? Du wärst lieber bei 90? Mhm. Ich weiß nicht. Das sind so diese Kalkbodenweine. Ich glaube, das ist Kalk. Vor allem, der zieht ja nach und er hat Struktur und Festigkeit. Ich würde ihn da lassen. Dann löse ich jetzt endlich mal einen Punkt von meinem 6000 Punkte Plus Konto ein. Das weißt du, dass es jeden Tag... Wo ist die Flasche? Ja. Warte mal. Ah, okay. Das ist das Weingut Rings, neu im VDP, mit dem Umsteiner Weilberg. Nicht das erste Mal, dass er so gut ist, aber im VDP ist es das erste Mal. 239876. Was ist Tabak, ne? Tabakkäfig. Na, komm es hier. Mhm. Du hast eine Idee? Ja, schon, aber die ist noch nicht konkret genug. Es ist von Winning, aber ich weiß nicht was. Mein Tipp wäre Langenmorgen von der Nase her. Mann, heute ist dein Tag. Du liegst richtig. Ja, das ist der ausladendste, der reifste von ihnen fast. Also es gibt noch einen reifen, den ist Pechstein, aber der hat dann dermaßen viel Struktur. Und das ist halt, das geht ein bisschen in das Exotische rein und das ist recht süß. Ist fast ein bisschen vanillig auch. Und ich finde, dass das gut gebaut ist. Es hat viel Stoff. Also wenn jemand diesen exotischen Riesling-Stil mag, ist das der Wein der Weine. Für mich fehlt für ganz hohe Weine ein bisschen die Präzision. Das ist komplex und das ist dicht. Ich sage es jetzt das eine millionste Mal. Wir jammern auf sehr, sehr hohem Niveau. Aber für mehr langt es mir nicht. Stoff, Länge hat es. Nicht, das ist ein guter Wein, oder wie siehst du das? Ja, also, aber die Punkte jetzt stehen nicht zur Disposition. Oder ist es die Einleitung dazu? Nee, ich finde, es steht gut da. Ja. Ich glaube auch, dass es mit Reife noch mal deutlich zulegt. Also an Trinkfreude. Nee, dann Punkt.
Aber das sind die 91, stehen da gut, finde ich. Das kann er. Wie gesagt, wir haben gestern viele Weine gefeiert, die überhaupt gefrucht hatten. Das hat davon jede Menge. Wer also exotischen Fruchtwein liebt, davon gibt es bestimmt auch noch, der noch Struktur und Charakter und Substanz hat, kaufen. 239875. Eine ganz eigene Würze da hinten drin, noch so, so was pfeffrig, Kardamomartiges kommt da hinten Kardamom noch nach. Ja, ja. Deutlich kühler. Ja. Kühler und heller in der ganzen Aromatik, oder? Das hat ja nicht so die, der hat überhaupt nicht Exotik oder sowas, sondern es ist eher wirklich Zitrus und Apfel. Richtig, also ich finde und eigentlich wenig Steinobst. Ja, ganz bisschen kräuterig. Saftig, kühl, geschliffen. Und auch da ist die Aromatik hell. Auch die Mineralik ist hell. Das ist ein heller Boden. Das ist Kalkofen oder irgend sowas, oder? Kieselberg, eins von beiden. Der erste. Kalkofen. Das hätte ich auch eher gedacht. Ist auch von wenig. Ja. Gefällt mir aber gut. Der Stil, der mir gefällt. Steht aber gut da, finde ich. Finde ich ja. Gut. Haben wir es ja schon. Wir haben es dieses Jahr ja öfters mal erlebt, Kalkofen von Winning übrigens, dass Weine nicht ganz so schmecken, wie man das von ihrer Lage her gewohnt war. Da ist es ziemlich eindeutig, der Lagencharakter. Also genau diese helle Mineralik, die man sich bei Kalk vorstellt. Ich hoffe jetzt, es ist Kalk. Nein, aber ich schwer davon aus. Aber man bildet sich ein, genau das zu schmecken. 239874. Die von Winning sind alle ein bisschen süßlich, aber es stört nicht den Lagencharakter anscheinend, weil den zeigen sie recht deutlich. Aha. Ganz anders. Das hat sehr viel, genau, erdig-vegetabile Aromatik. Dabei sehr einnehmend und frisch wirkend. Also der riecht, der ist wie am Markt. Das hat so ganz frische, pflanzliche Töne. Und sehr mineralisch. Für mich hat die Mineralik äußert sich wie Gewürze, ja. Wie Pfeffer. Ja, die ist dunkler, steht auch schon drin. Ne? Das ist, die Mineralik ist mal nicht hell, sondern die hat einfach merklich dunkle Töne. Hat etwas Festes als die vorherigen. Ja, das ist fester und strukturierter. Auch das steht ja drin. Das haben wir alles. Der Pfeffer ist deutlich. Schon sehr gut. Naja, wir sind jetzt schon wieder einen Punkt drüber. Also der macht nicht umsonst schon wieder einen Satz. Ist aber auch von wenig, oder? Aber was? Für diese dunkle Aromatik ja. Hast du nicht überall. Aber das ist noch nicht Pechstein, das ist aber, glaube ich, auch noch nicht ungeheuer. Wobei es das Eheste ist, auf was ich jetzt käme. Ist es doch ungeheuer? Okay. Ja, dann schmeckt es, wie es schmecken soll. Weil diese schwarzen Noten, die haben eigentlich in dieser Ausprägung nur Ungeheuer und Pechstein. Aber es ist ein toller Wein. Ja. Hat eine hohe Reife, ohne auch in dem geringsten schwer zu sein. Hat
so was ganz leicht Speckiges, wie Speckstein. So, das ist ganz eigen. Wie gesagt, das ist sehr herkunftstypisch. Also der kann die 92 leicht. Ja, deshalb habe ich nochmal Wir nehmen nachprobiert. drei. Ich, Genau. ja. Das muss man Das ist auch so ein. zugestehen. Fast der Ungeheuer von Winning. Der ist schon sehr vielschichtig. Ja, und wie gesagt, bei von Winning schmecken die Weine wirklich nach Lage dieses Jahr. 239877. Dieser Pfefferton ist irre, der bleibt total lang stehen. Ganz kühl. Bisschen grüner Apfel. Geschliffen. Er ist heller, viel heller. Deutlich, deutlich heller der Ton. In allem. Auch schlanker. Ein ganz feingliedriger Wein eigentlich. Das ist ein Hauch Süße. Doch schon wieder von wenig. Es ist von wenig. Ja. Magst du einen Tipp? Na, ich komme nicht drauf, weil die haben so viel Lagen und dafür, ich weiß das, was geht, aber ich weiß nicht welche. Ich glaube, ich könnte einige ausschließen, aber ist auf jeden Fall keine Fasterlage, ist eine Deidesheimer. Also, wenn man mich Unmittelbar fragt. hinter dem Weingut. Aber das steht da gut, oder? Ja, sehr gut. Das ist elegant, das ist fein, das ist kühl, das ist hell. Richtig. Hat nicht ganz die Länge, den Nachdruck vom Ungeheuer. So ist es. Hast du schön Ja, zusammengefasst. es ist der Kieselberg. Ja, so ein bisschen hätte man drauf kommen können. Haben wir vorhin ja schon mal gehabt mit den helleren Böden. Deidesheimer Kieselberg. 239873. Der dann auch Karpfen. Interessant. Ziemlich fest, ziemlich kühl. Sehr reintönig und saftig geschliffen. Bisschen süß. Und dann hat er hinten raus was, was an Feigen erinnert. Zu grüne, ne? Direkt vom Baum. Manchmal hat man das Glück im Süden Feigen vom Baum essen zu können. Also hier stört mich der Zucker. Wenn wir den langen Morgen nicht schon gehabt hätten, hätte ich gesagt, das ist er. Aber das kann er ja dann nicht sein. Aber wir sind in der Pfalz. Und das ist nochmal ein von Winning. Ja, so ist es. Ja, ist ja nicht ganz so schwer zu erraten, aber. Und wir haben jetzt eine sehr übersichtliche Das stimmt. Wir bleiben in Deidesheim, oder? Ja. Ja. Also gut. Steht er für mich gut? Ja. Ist er zu hoch? Wir Geht nehmen. so. Also es ist knapp für mich. Deidesheimer Greinhübel. Das ist für dich knapp. Aber du forderst keinen Punkt ein. Das heißt, ich Nachdem habe sie mein gutes jedes Mal Konto. gelöscht werden. Nein, brauche ich nicht. 239880.
das ist viel würziger. Ja, und fest, ganz erdig, mineralisch, ist ein bisschen dunkel. Für mich ist es fast. Jetzt sind wir in fast, oder? Bitte? Jetzt sind wir in fast. Das heißt Kirchenstück. Ja, das ist überhaupt nicht mehr auf der fruchtigen Seite. Das hat viel mehr von diesen Erdtönen. Und so ein Tabak. Und die Mineralik ist sofort wieder dunkler. Das ist schon wieder völlig anders. Tiefer. Das hat eine Mordsubstanz. Sehr konzentriert, dicht, reif, auch ein Hauch süßlich. Aber das zieht schon mal ganz anders, ne? Mhm. Schon eine ganz andere Struktur. Ja. Vielleicht muss ich da sogar recht geben, und der Vorgänger war doch eher einen drunter. Aber das ist sehr, sehr, sehr gut. Ganz, ganz fest gebaut, konzentriert. So ist es. Schöner Wein. Für mich richtig stehen. Das sind jetzt 93. Für mich auch. Genau. Das sind jetzt echte 93. Du hast vielleicht recht. Können wir den Vorgänger nochmal probieren, kurz? Einfach nur nochmal das zu verifizieren. Du hast den zurückgestellt, ja. Ja, komm, dann ist egal. Den kann ich ja einschenken. Das ist ja jetzt. Jetzt habe ich es ja gesehen. Das kann man da nicht mehr groß rumtun. Aber die Nummer war nicht. Ja, 239873. Ja, obwohl, das ist zwar total anders, aber es hat trotzdem Griff und Saft und. Mag ein Grenzfall sein, aber ich glaube, ich stehe zu den 92 trotzdem. Weil das hat schon eine Länge. Das hat ein ganz, ganz anderer Stil. Das ist mehr für die Fruchtige. Also haben wir das Kirchenstück wieder gezeigt? Nein, von Winning Kirchenstück. So. 239767. Ganz was anderes. Den freue ich mich. Das ist Hefe. Und dann ist es kühl und straff. Den ganz feinen Stachel. Das ist der Staatshofberger. Okay. Ich finde, er hat noch eine Tiefe. Ja, das ist ziemlich zwingend. Mich sehr freut, dass es da kaum mehr Zucker dran ist, sondern dass es wirklich sehr transparent ist. Boah, eine Matzfrucht. Trotz, also nicht überbordend ausladende Frucht, sondern ganz nobel, präzise und fest. Boah, ist das gut. Das ist es. Das hat einen Zug. Das ist gekonnt, mein lieber Schwan. Das ist mein Meer. Wie? Du willst zwei mehr? Ernsthaft? Stellst du oben nochmal rein? Jo. Okay. Du bist so stur. Ach so, du hast, naja. Ich habe einen 94. Stell nochmal rein, ist okay. Ich erkenne dann sowieso blind wieder, dann kann ich hinterher sagen, nein, du hast Unrecht. 239769. Aber das ist schon ein, Entschuldigung, geiler Wein. Das ist 239769. Hast du mir gerade schon gesagt? Du sollst den schlucken. Ach komm, das ist er doch wieder. Der Volt.
Naja, was soll es sonst sein? Sehr Sehr, unruhig noch. sehr reduktiv. Also, es ist sehr schwer, ihn heute bewerten zu wollen. Aber du merkst, dass er vom Typ her der reifere ist, mit diesen Candies-Noten. Ein bisschen wärmere und zugänglicher. Da steht auch drin, wirkt trügerisch zugänglich am Anfang. Hat unheimlich viel Saft, Candies-Noten. Candies, wie schon gesagt, gell? Der steht da gut. Ja, das finde ich Der auch. steht da genau Das richtig. freut mich, dass du Schöne das Würze, sagst. Ja. tolle Kräuter hinten raus. Also toller Einen Wein. irren Saft. Ja. Van Volksem, Volz. Ach komm, stell scharf, du. 239753. Ich weiß ja, da gibt es so viele Leute, die sagen, wozu braucht es an der Mosel ganz großen, trockenen Wein auf GG-Niveau? Das gibt es in dieser Feinheit und dieser Verspieltheit und Spannung halt auch im trockenen Bereich nirgendwo anders. Das muss nicht immer alles süß sein an der Mosel. Die können trocken schon auch. Und ich möchte darauf echt nicht verzichten. Es hat schon in der Nase so was Dunkelbeeriges. Aber nicht nur. Ja, aber das fällt halt jetzt gerade auf, das steht auch nicht drin. Fast Das ein Tabakige bisschen halt auch noch. Cassis-Gelee. Ja, genau, so in die Richtung gehen. Was ist denn das? Ist aber schon Mosel, ne? Das klebt ins Busch. Ja, okay. Das ist ein roter Boden, sein Rotenberg, oder? Alles klar, das erklärt natürlich alles. Das ist immer der, der mit diesen dunklen Aromen hat. Für mich mit immer der stärkste von ihm. Auf jeden Fall. Kommt schon was. Ganz fest, dunkel, fast kompakt, ja, steht sogar drin. Du willst schon wieder einen Punkt mehr? Hey, der hat Aber schon ist doch, 93. ich weiß, Ich finde, das ist ich auch bin, gut da, aber er kratzt an den ja, Fingern. kratzt das schon. Es ist halt schon ein ganz eigener Charakter. Was ja gut ist. Ja, natürlich. Ich würde mir die vier noch nicht geben trauen, um ehrlich zu Okay, sein. Da gut, bin ich feige. passt. Und ich muss sagen, ich weiß, Total also speckigen Abgang. ich bin mir auch nicht sicher. Na, dann lassen wir es lieber. Ist eh hoch. Nicht so, dass das. Aber dieses Jahr wieder sein bester Wein. Marienburg Rotlei. Nein, roten Pfad heißt es bei ihm, gell? Roten Pfad. Das ist jetzt weißen Pfad, weil man nichts sieht. Ach komm. Ja, Soll ich es das wieder geht. anbrüllen, das blöde Ding? Das Siehst geht. du es? Schimpfen müssen. Ach komm. Ich Ihr habt glaube, es das gesehen. passt schon. 239878. Hefitsch. Fest, tabakig, hell, Okay. kreidig. Ja, das ist natürlich Pfalz. So ist es. Ich finde, er hat Das was. kommt was ganz dunkel tabakiges raus. Entschuldigung, ich unterbreche dich da. Was wolltest du sagen? Ja, hat er.
Er hat eine dunkle Ja, Aromatik, Pechstein. trotzdem, ja, aber er hat etwas auch fast Transparentes. Also es hört sich nach einem Widerspruch an. Nee, finde ich nicht. Sehr komplex. Auch da finde ich so eine Spur Kapern. Und ein bisschen Kohle. Königsberger Klopse Ja, denken. das ist, weil Kapern drin sind. Das Auch ein bisschen Zitrone, ein bisschen sogar steht drin. Petersilie. Petersilie steht mit drin. Sehr fest, ziemlich warm. Also, das ist im Stil ganz anders als das, was wir bislang hatten. Ungeheuer konzentriert, reif, im Stil, wie gesagt, warm. Auch da wieder diese leichten Kohlenoten. Das ist Pechstein. Das war vorhin schon bei der ersten Probe, war das vollkommen klar, was das sein muss. Weil der heißt nicht umsonst Pechstein. Der hat halt den Namen wirklich von diesen dunklen Holzkohle. Und dann teererinnernden Aromen, die er immer wieder hat. Und dieses basaltige Schöner Griff. Matzgriff. Ein bisschen exotisch, das ist es schon hoch in der Reife. Ja. Aber Echt was gut. willst du dem Wein negativ anrechnen? Das ist doch grandios. Finde ich Das ist schon ein bisschen so ein Hauptgang, ne? Das ist schon ordentlich was zum Kauen im Mund. Fast der Pechstein von Minim. Wir sind bei 94 jetzt, ne? 239406. Okay, was rauche ich jetzt fast? Ja, aber das wirkt herber und kühler als der andere. Boah. So tief und so komplex. Ist das auch Magen, ne? Puh, kriegst du ein bisschen Gänsehaut. Ganz stark. Ausdrucksstark, reif und dennoch kühl. Ganz geschliffen. Sehr kräftig. Und diese Champignon-Töne, also wirklich richtig gute Champignon-Aromen, das hat er auch deutlich. Ein Feuerwerk auf der Zunge. Eine irre Substanz und bleibt dennoch extrem präzise, unheimlich salzig. Ganz hell in der Aromatik. Boah, ganz starker. Ui, 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 ui. Da reichen die 94 an. Das ist einer mehr. Okay, Boah, ist das stark. dann go. Das zieht an da hinten. Mein lieber Schwan. Okay, Puh. jetzt gucken wir noch mal den letzten. Heiliger Strauß. Also, das ist Drinks. Kallstatter Saumagen. Sicher der stärkste Wein, den Rings je gemacht hat. Und einer der stärksten Saumagenweine. Köhler Rupprecht hin, Köhler Rupprecht her. Aber das kann da ganz oben mitstinken. Ui, das ist gut. 239767. Das hat eine Länge. Ganz anders wieder, reduktiv. Tanzender seiner Art. Also Mosel halt, oder in dem Fall Saar.
sehr, 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 sehr gut. Aber 94. Finde ich. Kümmel hat er hinten. So ein bisschen. Ich finde es halt diesen Zug am Schluss nochmal, der drückt. Das war der Grund, weshalb ich dachte, reichen die 94? Aber es ist, könnte noch ein bisschen geschliffener sein. So, und jetzt Also mache wird ich der die jetzt maulen wir Runde. wirklich. So, Nein, jetzt, also. das ist jetzt wirklich, da darf man gar nicht schimpfen. Das ist ein Riesenwein. Das ist es also nochmal, wir hatten es vorhin, da haben wir, glaube ich, gar nicht gezeigt. Schatzhofberg von Van Volkshem. Ich bin ja froh, dass es den Schatzhofberg auch mal in Trocken gibt, dass man mal wirklich merkt, was diese Lage auch so kann. Nicht, dass ich was gegen die Süßen hätte, das wird immer behauptet. Aber ich finde, man soll die großen Lagen alle auch mal trocken ausbauen. Zusätzlich, nicht ausschließlich. Da werde ich immer beschimpft, wenn ich sowas sage. Von den Moselfreaks. Ganz, ganz große Wein. So, jetzt haben wir noch zwei rote, die, weil wir nur die zwei haben, von gestern noch einmal, die nochmalige Nachprobe. Deswegen machen wir das jetzt gleich im Anschluss. 23 8381. Wo wir gerade bei Kümmel waren. Nahtloser Übergang. Ja, schon, das ist so ein bisschen. Das hat so ein bisschen was von Schüttelbrot. Ja, Anis hat es nicht. Aber ein bisschen Fenchel und ein bisschen Kümmel. Und viel Schliff, das ist kühl, ein bisschen Tabak. Ja, das mit deinem Schüttelbrot, weil es hat so auch, ich weiß nicht, ich nehme an, es ist Roggenbrot. Ich glaube schon, ich keine Ahnung. Das war mich nicht. Auch im Mund klar, herb, geschliffen, kühl. Das haben wir gestern schon gehabt. Das ist halt ein neuer deutscher Pinot Noir-Stil, der mir echt gefällt. Ja, ein bisschen Asche ist schon noch drin und ein bisschen Wärme und ein bisschen Malz. Aber das ist trotzdem gut. Sehr gut. Das ist richtig guter Wein. 90 oder 91? Gute Frage. Nächste Frage. Ja, nächste Frage gibt es jetzt nicht. Das ist jetzt die ultimative. Die Länge ist schon gut. Ja, Also ich glaube, dass 90 aber trotzdem reichen. vielleicht ein Plus. Das ist genau bei dieser Art Wein, glaube ich jetzt nicht, dass das, wenn das jetzt viele Jahre auf dem Buckel hat, dass das deutlich, also schon, es ist in 3, 4 Jahren schöner zu trinken als heute. Ich sag Aber dir, diese, ja. dieses steht ja da, einen Hauch gebrannter Duft. Genau. Dieses Gebrannte ist das, was ich sage, 91 sind es nicht, Genau, aber vielleicht das lebt Gebrannte er und ein das bisschen ab. Malzige. Das ist die Das glaube Frage. ich nicht. Nichtsdestotrotz, ich hätte es sehr gerne trinken. So ist es ja nicht. Ja, Battenfeld, Spanien. Kirchenstück. Das ist da unten zugeklebt, das ist ein Behelfsetikett. 2014 ist das. 23 8 5 1 4. Du merkst es schon, das ist nicht nur ein anderer Typ, sondern es ist auch präziser. Das ist fest, das ist kühl, das ist fein. Sag mal, habe ich dich jetzt da irgendwie aus der Dings gebracht? Ich habe da in der Nee, nee, Einstellung. nee, nee, nee. Ich habe mich Ach kurz so, das mal ist angelehnt. übrigens, schauen Sie, das ist der Doppler-Effekt. Man erinnert sich bitte an die Folge in Big Bang Theory. Steh mal auf. Ah, mach mir da schon den ganzen Tag drüber. Aber es ist, ja, es ist ein süßes Kleid, habe ich gehört. Ich konnte es mir nicht verkneifen.
Sie hat mir Schläge angedroht. Hey, das ist ein schönes Kleid. Das hätten wir. Das muss man mal zeigen. So, ganz was anderes. Kerb, kühl, kirschig, dunkle Beeren. Ganz geschliffen. Mit einer ganz tollen, feinen, vielschichtigen Aromatik. Ich finde es schon in der Nase echt klasse. Wunderbar. Ja. Hat da auch wieder so diesen ganz leichten Schüttelbrotton, ne? So das leicht kümmelige. Ja. Aber das ist halt, das ist in sich so stimmig und dabei ganz, ganz kühl. Innere Kraft. Wahnsinn. Das ist ein super Wein. Ja. Auch wieder singulär. Also, ja. Also komm. Du musst mich wieder schubsen, wenn mir hier einen Punkt mehr gibt. Ja, aber die 92, glaube ich, sind da gut aufgehoben. Auf jeden Fall. Wunderschöner Mann. Und überhaupt nicht prätentiös, der will gar nicht angeben, sondern der ist ganz kühl und zurückhaltend und fest und braucht Zeit. Wunderschön. Ja, das war klar. Das ist das Oppenheimer Kreuz von Kühling Gillot. Ja, da haben wir es. So, schau, wir haben diesmal dran gedacht, den letzten Wein zu zeigen. Das war's für heute. Es ist Freitagnachmittag, das Wetter wird immer schlechter. Nö, eigentlich noch nicht so. Aber wir machen Schluss. Wir sehen uns auf jeden Fall nächste Woche wieder. Bis dahin, danke fürs Zuschauen. Tschüss. Tschüss.